Das ist aber kein Massenphänomen. Menschen fahren auch weiterhin mit dem Rad oder gehen zu Fuß. Einfach, weil es ihnen Spaß macht oder weil es flexibler, gesünder und entspannter ist. Den Nahverkehr nutzt man eher auf längeren Strecken oder bei schlechtem Wetter. Bus und Bahn und Fahrrad sind also keine Konkurrenten, sie ergänzen einander.